Es ist Mittwochabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 6. April 2022. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Wer seinen 50. Geburtstag feiert, der kann ganz sicher auf eine bewegte Zeit zurückblicken. Das ist auch bei einem Firmenjubiläum natürlich nicht anders. Das Unternehmen Schördl in Marienberg, bei den Älteren auch noch als Federnwerk bekannt, feierte am 4. April seinen 50. Geburtstag. Dies war genau der passende Anlass, um mal zurückzuschauen und das mit bewegten Bildern, mitunter sogar noch in Schwarz-Weiß. Schließlich zählt das Unternehmen zu den größten und bedeutendsten Arbeitgebern hier in der Region. Frank Langer hat eine mehrteilige Serie zusammengestellt und heute gibt es den Teil 3. Entscheidend für den Standort des Federnwerkes in Marienberg waren immer die Mitarbeiter, die an den Maschinen die Teile fertigten, die am Markt gebraucht werden. Waren es früher hauptsächlich Federn, sind es jetzt unter anderem die Drahtgestänge in Autositzen oder Bolzen für Windkraftanlagen, die das Bild im Werk prägen. An die auch gesellschaftlichen Veränderungen mussten sich die in Spitzenzeiten bis zu 1500 Mitarbeiter immer anpassen. Einer, der wie so viele sein gesamtes Arbeitsleben in Federnwerk und jetzt bei Schördl verbrachte, ist Frank Nestler. Also ich habe 1974 als Lehrling hier im damaligen VfB Federnwerk angefangen und habe da Automateneinrichter gelernt, 2 Jahre lang. Ich bin deswegen hierher gekommen, weil das war ein neuer Betrieb und die Arbeit ist im Ort gewesen, habe also nicht weit gehabt. Und die Lehrwerkstatt, die war ja auch hier in Marienberg in der Stadtmühle. Das Gebäude gibt es halt gar nicht mehr. An sich schon im Ruhestand hilft bzw. half er immer wieder vor allem an älteren Maschinen und Anlagen aus. Also ich habe immer als Einsteller gearbeitet, Maschinen eingestellt und auch als Bediener, also praktisch die Federn sind mir auch rausgelassen. Ja, das war eigentlich immer das, was ich gemacht habe. Das war zuerst in der Polsterfeder nach meiner Lehre. Und wo dann die Polsterfeder ausgelagert wurde, dann bin ich hierher gekommen zum Bereich Zug- und Drehfedern. Und da bin ich schon seit 1999 hier. Federnwerker wie Frank Nestler prägten und prägen das Zusammenspiel in den Werkhallen. Also bei uns in der Abteilung war immer ein sehr gutes Klima. Wir haben uns immer alle sehr gut verstanden, haben uns gegenseitig geholfen, hatten auch öfter viel Spaß hier bei der Arbeit und so, also mit den Kollegen. Das war immer ganz gut. Also das ist natürlich ein ganz großer Unterschied gewesen hier zu DDR-Zeiten. Die Maschinen, die sind natürlich viel besser jetzt. Ganz moderne Technik. Und das Material, das ist natürlich auch besser geworden. Das Miteinander gehört zu den Gründen, ob man zu lange in einer Firma bleibt. Also für uns hier ist typisch, würde ich sagen, dass man hier alles in Ruhe so macht. Und wenn es mir nicht so gut läuft, dann trotzdem weitermachen. Also ich wünsche mir, dass wir alle gesund bleiben. Und für den Betrieb wünsche ich mir, dass es weitergeht, dass immer Aufträge da sind, dass die Leute hier immer Arbeit haben. Und dann wird es schon dann alles klappen. Jetzt möchte er aber den Ruhestand genießen, gibt den jüngeren Kollegen aber einen Tipp mit auf den Weg. Ja, die sollen nicht immer, wenn man was nicht gleich geht,
gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern in Ruhe weitermachen und irgendwann kriegt ihr das schon alle hin. Frank Nestler hat im Federnwerk bzw. jetzt bei Schertl 47 der 50 Jahre mitgewirkt. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, und da hatten die Joe Power Volleyballer am vergangenen Samstag auch allen Grund dazu. Die Spieler der ersten Herrenmannschaft hatten die Deckendorfer zu Gast. Es war das 10. Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Bis dahin hatten die Deckendorfer alle Spiele für sich entschieden. Für die Joe Power Mannschaft gab es also nichts zu verlieren. Im Gegenteil, man konnte in die Rolle des Favoritenschrecks schlüpfen. Also, es war ein tolles Volleyballspiel mit Happy End für die Motorradstädter. 19 Uhr pünktlich wurde die Partie vom ersten Schiri Peter Hesse in der VC Arena angepfiffen. Die Gäste aus Deckendorf gehen hier als Favorit an den Start. Für Tschopau bleibt die Rolle des Favoritenschrecks vorbehalten. Andreas Richter, der Trainer der Joe Power, verordnete seinen Spielern einen Sieg. Man möchte schließlich gebührend die Saison beenden. Beide Mannschaften standen sich das 10. Mal gegenüber. 9 Mal gewannen die Gäste aus Deggendorf. Der Beginn des ersten Satzes war ganz nach dem Geschmack der Zuschauer. Beide Mannschaften von Beginn an auf Betriebstemperatur. Rico Knöbel zündete wieder seine harten Angriffsschläge. Deggendorfs Defensive meist mit einem guten Riecher und guter Abwehrleistung. Tschopau brachte auch einige Angriffe am Block vorbei. Die Gäste hatten trotzdem immer leicht die Nase vorn. Es war ein spannendes Spielchen. Gegen Ende des ersten Satzes hatten die Gäste leichte Vorteile und das Glück auf ihrer Seite. Das Endergebnis war dann hart umkämpft. 27-25 gewann Tschopau völlig verdient den ersten Satz. Jungs, genau, drei Sachen. Also, erste Sache, Aufschlag. Also, die nehmen sehr gut an, die nehmen alles von oben. Aber wenn sie schlecht annehmen, das ist unser Schlüssel. Wenn wir die lang machen, dann sind jetzt viele drüber gerutscht. Ja, also das ist eine gute Variante, lang aufschlagen. Es gab wenig Kritikpunkte aus dem Mund des Tschopauer Trainers zum Pausentee. Voller Tatendrang und Hoffnung ging es in den zweiten Satz. Die Körpersprache zeigte, dass die VC-Männer wollten. Und wenn es mit Wucht nicht ging, dann eben mit Auge und Gefühl. Schon früh nahm der Gästetrainer die erste Auszeit. Tschopau blieb weiter am Drücker und konnte die Führung ausbauen. Die angesprochenen Mängelpunkte wurden beherzigt. Tschopau zeigte einen tollen Volleyballsport. Die Stimmung in der Halle prächtig. Auf der Seite der Gäste lief nicht viel zusammen. Zu viele Eigenfehler, die Angriffe zu harmlos. Die zwischenzeitliche Führung von 12-19 für Tschopau war völlig okay. Die Endphase gehörte auch den Tschopauern. Mutige Aufschläge, gute Defensivarbeit, gute Arbeit am Block. Einfach eine tolle Leistung. 25-16 sicherten sich die Gastgeber den zweiten Satz. Ja, sollte nun der dritte Satz auch in die Motorradstadt gehen bzw. hier bleiben? Die Marschrichtung war klar. Tschopau wollte den Satz. Deggendorf musste den Satz gewinnen. Und genau das war das Salz in der Suppe. Den knapp 140 Zuschauern konnte es recht sein. Im weiteren Verlauf kamen die Gäste besser ins Spiel und auf der VC-Seite häuften sich die Fehler. Trainer Richter nahm eine Auszeit. Die Annahme war nicht mehr sauber, demnach konnte auch nicht sauber zugespielt werden. Ja, und auch die Angriffe waren eher harmlos. Deggendorf hingegen glänzte mit mutigen Aufschlägen und guter Blockarbeit. Der Satz ging eindeutig mit 25-13 an die Gäste aus Deggendorf. Ist egal, wir müssen ja nicht abhaken. Was ich mir wünsche, ist, dass jetzt auch egal, wer jetzt spielt oder wer nicht spielt, dass wir die Stimmung wieder reinbringen, die wir in den ersten zwei Sätzen hatten, auch von außen. Wir wollen das Ding jetzt gewinnen. Den Satz haken wir ab.
Andreas Richter forderte in der Pausenansprache wieder die Motivation und die Stimmung auf dem Spielfeld hochzubringen. Rico Knöbel sorgte mit drei guten Aktionen für die ersten Punkte. Das Feuer brannte wieder und der VC Zschopau ging mit 7:4 in Führung. Danach meldeten sich aber auch die Gäste wieder zurück und damit war die Spannung auch wieder im Spiel. Was die Zuschauer nun geboten bekamen, war ein Match auf Augenhöhe. Es wurde auf beiden Seiten gekämpft. Die Gäste mit guter Blockarbeit und Zschopau mit Glück. Die Ballwechsel zum 17:16 und 18:17 zeigten recht deutlich, was hier los war. Nichts für schwache Nerven. So ging es auch auf die Zielgeraden. Volleyball vom Feinsten. Zschopau führte mit 20:23 und eine Sensation lag nun in der Luft. 22:25, Heimsieg für Zschopau. Und damit gab es dann auch das versprochene Saisonende. Die Zahl der Woche habe ich noch für Sie. Ob digitaler Impfnachweis, Online-Terminbuchungen oder Geldtransfers. Viele Dienstleistungen werden zunehmend online angeboten. Für Menschen ohne Internet wird der Alltag zunehmend umständlicher. Wie das Statistische Bundesamt des Tatis mitteilt, waren im Jahr 2021 in Deutschland rund 6% der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren sogenannte Offliner. Sie hatten noch nie das Internet genutzt. Das entspricht rund 3,8 Millionen Menschen in Deutschland. Am größten war der Anteil derer, die das Internet noch nie genutzt haben, in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen. Hier gab es rund 21% Offliner. In der Altersgruppe 55- bis 64-Jährigen hatten 8% das Internet noch nie genutzt. In den Altersgruppen unter 55 Jahren gab es höchstens nur noch 3% Offliner. Damit belegte Deutschland Platz 6 im europaweiten Vergleich. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt steuern wir ohne Umwege durch den Service-Block direkt ins Wetter, denn die Polizei hat uns nichts Nennenswertes gemeldet, demnach ist auch nichts passiert und das ist uns natürlich das Liebste. Und wenn jetzt noch das Wetter recht schön wird, dann bleiben nur noch wenige Wünsche offen. Hier ist unser Regionalwetter. Der heutige Tag war, wenn man es auch nicht wahrhaben will, der wärmste Tag der Woche. Die Sonne war länger zu sehen als prognostiziert und der Wind war die Spaßbremse. Ansonsten wäre es ein toller Frühlingstag geworden. Passend zum Thema Frühling möchte ich Ihnen das Zuschauerfoto von Katharina zeigen. Vielen Dank für die Einsendung. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel über unserem Sendegebiet dann bedeckt und blickdicht und von den Sternen und der zunehmenden Sichel des Mondes ist nichts zu sehen. Darüber hinaus bleibt es allerdings trocken. Das Niederschlagsrisiko trägt dieses Mal eine Null durch die Nacht. Sollten Sie dann nochmal raus müssen oder wollen, dann reicht eine einfache Jacke, denn es bleibt weiter mild. In Obernhau-Niederneuschönberg gibt es Nachtwerte von 6 bis 8 Grad. In Marienberg rund um den Markt zeigen die Thermometer zwischen 5 und 7 Grad an. Und in der Motorradstadt Zschopau-Wiesenstraße übernachtet das Quecksilber bei 7 bis sogar 9 Grad. Der Wind, der legt eine Nachtschicht ein, denn er bläst in kräftigen Böen mit bis zu 41 km pro Stunde
aus Südwesten. Morgen am Donnerstag wird es wieder ganz April. Der Tag startet mit einem wolkigen Himmel und kurzen sonnigen Momenten. Dann gegen Mittag verdichten sich die Wolken weiter. Die Sonne hat dann keine Chance mehr. Dafür fällt leichter Regen. Den gibt es dann mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Bis zum Abend bleibt es auch bedeckt und regnerisch, wolkig und nass geht es dann auch in die Nacht hinein. Die Sonne rechnet morgen am Ende des Tages bis zu 2 Arbeitsstunden ab. Tja, und die Temperaturen befinden sich nicht mehr ganz auf dem Niveau des Vortages. In Pfaffroda-Schönfeld werden Werte von 6 bis 10 Grad erwartet. In Wolkenstein rund um den Markt klettert das Quecksilber auf 7 bis 11 Grad. Und in Dorgon, also in Gornau am Rathaus, geht es rauf auf 8 bis 12 Grad. Der Wind legt da noch einen Zahn zu, denn er bläst uns in Sturmböen mit bis zu 85 Kilometer pro Stunde aus südwestlicher Richtung um die Ohren. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was danach kommt. Und das ist das Wochenende. Vorher gibt es allerdings noch den Freitag. Am Freitag kommt die Wetterberuhigung. Der Himmel ist trotzdem noch bedeckt, ganz ohne die Mitwirkung der Sonne, aber auch ohne Regen. Mit 0 bis 5 Grad geht es mit den Temperaturen wieder leicht bergab. Der Wind beruhigt sich und weht nur noch leicht aus Südwesten. Der Samstag bringt dann endlich die Sonne zurück. Der Himmel ist dann leicht bewölkt oder sogar wolkenlos. Da dies durch trockene Kaltluft verursacht wird, sehen die Temperaturen entsprechend aus. Zwischen 2 und 7 Grad gibt es bei einem kräftigen Wind aus Westen. Wie das dann am Wochenende konkret aussieht, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle beim genaueren Ausblick. Das war's also für heute hier aus dem Regionalwetterstudio. Das war's dann auch schon vom Mittwochsmegional und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Donnerstag für Sie hier zur Stelle und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's noch im Internet unter www.mef-line.de und oder glückauf.tv. Damit wünsche ich Ihnen einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.